koche ich heute Schweinefleisch mit scharfem Kohl. Das mache ich im Wok, aber man kann auch eine große Pfanne nehmen. Ich brauche mageres Schweinefleisch, Kohl. Ich nehme immer diesen Jaroma-Kohl für solche Gerichte. Der schmeckt milder und etwas zarter als der normale Weißkohl, aber Weißkohl geht natürlich auch. Dann kommen weiter rein Karotten, Zwiebeln oder Frühlingszwiebeln und ein scharfes Gewürz. Im Originalrezept steht Sambal Oleg, aber das habe ich nicht da. Ich werde eine halbe Chilischote nehmen. Sojasauce, Pfeffer, Salz und zum Anbraten brauche ich etwas Öl. Ich schneide die Karotten in Stifte mit diesem Gerät. Den Kohl und die Zwiebeln werde ich hobeln. Dafür brauche ich den Hobel, den ich sehr fein einstelle. Ich erhitze einen Esslöffel Öl in Wok oder in Pfanne, wenn man keinen Wok hat. Geht genauso gut. Und wenn es dann richtig heiß ist, dann brate ich das Schweinefleisch an. Jetzt nehme ich das Fleisch nochmal aus dem Wok. Und brate nach und nach das Gemüse an. Ich beginne jetzt mit den Zwiebeln. Aber wenn man Frühlingszwiebeln nimmt, was auch sehr gut dazu passen würde, dann würde ich die als letztes reingeben. Darauf gebe ich die Karotten. Brate alles etwas an. Ich habe die Hitze jetzt schon etwas reduziert. Und gebe nach und nach den Kohl zu und dämpfe das dann alles gut durch. Das wird etwa so 15 Minuten dauern. Das Gemüse war jetzt doch schneller gar, also so 10 Minuten etwa. Kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wie klein, dass man das geschnitten hat. Ich gebe jetzt mal noch eine gepresste Knoblauchzehe dazu. Dann gebe ich das Fleisch zurück. Würze es mit dem Chili. Das habe ich jetzt so klein gehackt. Man kann mehr nehmen, weniger. Das soll jedem selbst überlassen sein. Ich kann nicht so scharf essen. Aber es heißt ja scharfer Kohl, deswegen muss schon was rein. Ein Esslöffel Sojasauce,